geht Spektakulo! Yeah! Wir sind hier bei Future of Battle Rap! Digga, und ich bin sehr gehypt auf dieses Battle. Für mich persönlich tatsächlich das Highlight dieser Card. Digga, ja, man hat sich nicht nehmen lassen und hat einfach die beiden lustigsten MCs, ja, die wir haben, gegeneinander gestellt. Digga, das muss Feuer werden. Auf meiner rechten Seite. Durch das letzte NR Weekend hat er bewiesen, dass er einer der krassesten Newcomer überhaupt ist. Ich könnte jetzt Anspielung bringen, aber ich lasse Konrad da raus. Ne? Macht mal richtig Lärm vor Regano! Und auf meiner linken Seite, viele Worte muss ich da gar nicht verlieren, gegen Kiruma und Sisyphos richtig geisteskranke Battles abgeliefert. Digga, der lässt seine Gegner aussehen wie die letzten Schwänze, Alter. Macht mal richtig Lärm für Hiding John! Das Battle los, Leute? Yes. Bei Hiding John, alle Schnauzeiten, let's go! Yassin, du Feigling! Sag mir doch einfach, wenn du von meinen Matches nicht viel hältst. Stattdessen frage ich dir nach Battle und der sagt, battle dich doch selbst! Danke für nix! Ich bin heute nur hier, um dich zu erziehen. Du kleines Fischchen hast auf mehr kein Recht. Das ist mein Ernst, kein Flex. Meine einzige Aussage heute, du fauler Wichser, lern deinen Text. Wie willst ausgerechnet du Schwierigkeiten beim Textlernen haben? Dude, sogar Meidi kriegt das hin und ich glaube, dem geht's mental gar nicht gut. Ich kann mir vorstellen, wie du Texte schreibst. Allein vom Style, wie du die Punches rappst, wette ich, du kritzelst die im Unterricht an die Seite von deinem Matheheft. Ich kann mir vorstellen, wie du Texte schreibst. Allein vom Style, wie du die Punches rappst, wette ich, du kritzelst die im Unterricht an die Seite von deinem Matheheft. Ich kann mir vorstellen, wie du Texte... vom Style, wie du die Punches rappst, wette ich, du kritzelst die im Unterricht an die Seite von deinem Mathe. Den Text auf durchzugehen, ist das Einfachste am ganzen Match. Und wegen deinen Jokes findet auch deine Familie nicht so nice, was du hier machst. Denn du fluchst so viel im Battle. Jede zweite Line, ah, fuck. Als ob das noch nicht genügt, chokst du in zwei Battles schon nach vier Bars und sagst, oh, das ist aber früh. Du peinlicher Schwanz, den Sexjoke dazu spare ich mir aus reiner Kulanz. Kleiner Speedjoker, machst im Vorfeld Ansage und meinst, dass du gewinnst, aber beginnst dein nächstes Battle mit, ey, oh, Düsseldorf, habt ihr Dings? Auch Pokémon war für Jakob damals ehrlich zu krass. Pikachu so Pikachu und der Digga, wie merkt der sich? Ja, ihn lässt sein Gedächtnis wirklich immer wieder im Stich. Er denkt, das Format heißt SSY macht Auge, weil ihr kennt doch den Rest von Aber ich glaube, auswendig zu lernen ist nicht wirklich deine Schwierigkeit. Ich glaube, du bist einfach der erste MC, der gar keine Lust hat, ein MC zu sein. Denn es ist ganz egal, was du hier textlich bringst, wenn du es deliverst, als ob deine Mutter dich zum Rappen zwingt. Morgen Abend im Park, Jakob, bist du dabei? Nee, ich muss noch Bio und FOB machen, ey. Hobby, Jakob. Hier muss keiner sein. Für dich ist der Cypher-Kreis kein Zeitvertreib. Ja, dann bleib daheim. Oder raff dich mal. Denn du könntest es hier gar nicht leichter haben. Du brauchst mich heute nicht mal mit deinen Lines zu schlagen. Es reicht, wenn du nicht untergehst und schon bist du ein krasser MC für die meisten. Ich dagegen hab hier heute einen Klassenunterschied zu beweisen. Und nein, ich hab euch mit meiner Kunst nichts zu sagen. Ich komm einfach mit paar Jokes und ich reiß hier alles ab. Oregano hat euch einiges zu sagen. Er weiß nur leider nicht mehr, was. Ich beweise heute, dass es ein Fehler war, das Aufsteiger-Battle des Jahres an dich zu geben. Also leg los, aber choke nochmal und ich fick dein Leben. Killer, erste Runde von Hiding John. Absolute Ruhe, erste Runde, Oregano. Okay. Düsseldorf, was geht ab? Nein, Spaß. Falls sich irgendwer denkt, warum war ich denn jetzt weg?
Ich habe mir nach ein paar stabilen Leistungen zu hohe Ziele gesetzt, dann Ende 22 eine Psychose. Ich habe die Realität mit Hallus und narzisstischem Irrsinn ersetzt, habe Leute, die ich liebe, verletzt und Freunde von damals denken bis heute, ich bin der übelste Keck. Die Symptome haben sich bis ins letzte Frühjahr erstreckt. Also an jeden, der von November bis Februar mit mir geredet hat oder Kontakt mit mir hatte in irgendeinem Chat, tut mir leid und ich hoffe, dass ihr das bitte vergesst. Und ja, ich hatte dann zwei erfolgreiche Diltily-Matches, aber der Großteil der Texte war viel früher schon fertig, lief sehr gut. Doch ich habe mich danach gefühlt so wie Dreck, denn es gab nichts, was die Unbeschwertheit von früher ersetzte. Als Folge daraus war dann länger meine Psyche defekt. Depressiv und am Ende 24-7 im Bett, klingt vielleicht lächerlich, doch ich konnte mich nicht motivieren für Rap. Hab dann die Hand, die mich gefüttert hat, gebissen und Matches kurzfristig abgesagt. Das kommuniziert wie ein Knecht. Dicke Sorry an die FOB, an Dada und natürlich an Pest. Dass ihr mir hier noch mal eine Chance gebt, weiß ich wirklich zu schätzen, weil ich wollte eigentlich aufhören und nie wieder battlen. Aber mittlerweile denke ich, dafür bin ich zu fresh. So, sehen Striptease zu Ende, ab jetzt wird wieder zerfetzt. Oregano 224, Baby, ich bin wieder back. Yeah! Anderthalb Jahre kein FOB, es war eine lange Zeit, ja. Hab fast vergessen, wie es geht, einen guten Part zu schreiben, aber heute gibt's einen Anlass. Und das wird Feier. Mein erster Gegner. Und was für ein hässlicher Bastard. Erste Runde Oberflächlichkeiten und yikes. Ich meine, du bist ja immer deutlich hässlicher als deine Battle-Gegner. Aber heute bin ich da besonders schadenfroh. Sisyphos sagt, du bist ein schöner Mann. Das sehe ich persönlich gar nicht. Du hast die Pubertät nicht ganz beendet, das ist dir misslungen. Aber Haaransatz und Rumpf haben ein paar Klassen übersprungen. Als du 18 wurdest, so endlich, jetzt bin ich richtig am Start. Und deine Hairline so, ich verpiss mich da mal. Und dein Wachstumshormonhaushalt so, yo, ich auch, vielleicht sieht man sich ja. Und ne, der war nie wieder da. Und so haben wir das gleiche Phänomen, was wir bei Duff schon sahen. Denn du bist ein alter Mann im Körper von einem, ja, kein Plan. Weil was du mit den Ladies im Raum machst, ist schon extrem. Die kriegen Babyfieber, wenn die deine Handgelenke sehen. Du wächst zwei Beschützerinstinkte, aber wirst hier nicht verschont. Du Hybrid aus Politiker und Politikersohn. Ey, stellt euch mal vor, wie der nackt in den Spiegel guckt. Okay, danke schön. Du sagst gegen Kokobi, du musst damit leben, dass ich deine Konsole auf eBay verkaufe. Seller wie? Du verkaufst also Kevins Konsole, was ich witzig finde. Behalt die mal selber und spiel bisschen Wii Sports, du dickes Kind. Ist gerade irgendwie oberflächlich, ne? Vor allem gegen seine durchdachten Parts. Kiruma beitet Amis, ist dumm und ein Penis. Alles klar. Ja, dieser Neandertaler, wäre jedermann wie der, das wäre schon kacke. Er wäre jedermann wie du, dann gäb's die Menschheit nicht mehr lange. Weil der sagt im Stream, er findet Füße geil, so nebenbei gedroppt. Und ich schwöre, selten hat mich etwas weniger geschockt. Dann ergibt deine Karriere hier ja schon einen Sinn. Das ist ein Marketing-Move, um Barfußschuhe in Mode zu bringen. Ey, in bestimmten Arealen des Gehirns, die fürs Empfinden von Körperteilen gemacht sind, liegt das Areal für Füße recht nah an dem von Genitalien. Da bringt man eine Vagina auch schon mal mit einem Fuß durcheinander. Ja, genau. Wenn man dumm ist. Digga, was ist das hier? Habt ihr Bock oder? Es tut dir alles weh. Ich hab Bock auf mehr. Schnauzale, Heiding, zweite, gib ihn. Oregano-Battles, schön und gut, aber die Interviews sind um Welten besser.
Da passiert immer irgendeine Scheiße und Oregano sitzt bedröppelt daneben wie beim Elternsprechtag. Und von den Interviewern nimmt auch keiner den Deppen ernst. Anna, Yassin und Jamie haben alle gefragt, wann du eigentlich vorhast, mal retten zu lernen. Aber du sitzt da eiskalt mit Pokerface, als würd's dich gar nicht jucken und antwortest eloquent mit, ja, mal gucken. Und als Jamie fragt, was du bei Aladdin am stärksten fandest, ja, da warst du unter Stress. Am stärksten fand ich die Delivery, ziemlich hart, das fand ich fresh. Digga, wenn du ihn scheiße findest, dann sag das doch direkt und nicht mit so einem Fake-Lob. Damit macht man sich selten beliebt. Was feierst du bei CSN Galactico, die subtile Gesellschaftskritik? Interview mit Nika, Latik und ihm. Yassin so, ja, haut doch noch ein paar abschließende Zeilen raus. Dann sagt Nika, was sie zu sagen hat. Und Yassin so, ja, perfekt, reicht dann auch. Ich denke mir so, der Typ hat offensichtlich null Respekt vor dir. Wurmt dich das nicht, G? Aber du stehst wieder da, als hätte der Schluck Wasser die Kurve nicht gekriegt. Und das Interview nach dem Match mit Barretta, ey, das war echt noch viel besser. Da standen die, erstmal standen die da alle drei nachts im Park mit Sonnenbrille. Richtig cool, Alter. Wuppertaler Blues Brothers. Wie muss ich mir das vorstellen? Du so, ey Jungs, wir setzen gleich alle eine Sonnenbrille auf, dann sind wir richtig krass. Und Yassin so, ja Mann, und dann nehme ich eine Bierflasche als Mikrofon, weil das Interview so witzig ist. Und Barretta so, ja Mann, und dann rede ich die ganze Zeit über das Schwesternvergewaltigen. Kein Scheiß. Der redet da 10 Minuten darüber, warum es Gesellschaftskritik ist, dass er seine Rolle als Villain nutzt, wenn er in seinen Texten deine Schwester gegen ihren Willen bumst. What the fuck? Aber du gibst natürlich gut Kontra und nimmst den Raum für dich ein. Spaß, Schultheaterstück und du spielst Baum Nummer 3. Und wie unangenehm die Scheiße ist, merkt man daran, dass Jens das Interview beendet mit ja, tut mir jetzt auch leid. Du sagst gegen Ende sogar, können wir bitte aufhören? Fang doch erstmal an, steh mal auf und führ dich ein. Wenn Yassin dich nochmal fragt, wann du rappen lernst, dann hau ihm an. Es ist so schwer, in einem Battle über dich zu reden. Denn egal, welche Situation ich pick in deinem Leben, es ist immer Victim-Blaming. Und du sagst sogar kurz zu Barretta, dass du die Lines nie so nice fandest. Aber das ist dem egal, der labert weiter seinen Shit, es ist dann auch egal, ob du als MC einer der nicesten hier bist. Es ist vielleicht Feier, was du spittest, aber du wurdest einfach von Barretta mit Skip Dialogue gehittet. Nein, du bist kein MC. Du bist, ich war auch mal Rapper wie ihr, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Du und ein echter Gegner, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Du guckst in Interviews immer, als hättest du gerade eine Quest für mich. Ja, du bist ein NPC und dann nicht mal ein Krieger, also kauf meine 3 Stacks Holz und dann verpiss dich wieder. Du wurdest nicht gebucht, um mich zu battlen. Dicker, das ist nicht deine Welt. Die brauchten nur wen, der sich bei den Gaming-Bars unauffällig in die dritte Reihe stellt. Und du wolltest die Rundenzeit noch erhöhen, weil du hattest ja so viel Stoff für Text. Ja, cool, Story, aber ich mach dich hier trotzdem weg, denn meine 4. Runde ist Tech Team mit Jaman. Im Interview wirst du gebodybanged. Habt ihr Bock auf die 2. Hälfte dieses Battles? Schön, 2. Runde, Oregano. Damit es deinen Gegnern schlecht geht, das ist der Grund, warum du battlest. Du bringst 3 Runden lang Jokes und kriegst 3 Runden auf die Fresse. Der Spagat zwischen lustigen und ernsteren Parts gelingt dir ungefähr so gut wie ein echter Spagat. Und in den letzten Battles ist auch irgendwie der Kampf zu spüren. Meine Handfeuerwaffe ist dermaßen groß. Junge, geh mal Gras berühren. Deine Parts sind lustig, aber zu sagen, deine Parts sind cool, ist ein Widerspruch in sich, so wie das Wort Barfußschuh. Du denkst, für einen Contender-Status reichen deine Leistungen locker. Digga, das Ding ist, du bist einfach ein Opfer. Du bist die Nummer 1 in der hier mit umkämpftesten Rubrik.
Denn du bist der Battle-Rapper mit der schlechtesten Musik. Wer hätte gedacht, dass es was gibt, was dich noch beschissener aussehen lässt? Deine Musik ist zwar ganz süß, aber auch sehr schlecht. Aber endlich ein Rapper mit 0% Drogen in den Videos, 0% Luxus oder nackte Frauen, einfach 100% Dinos. Ich hab deiner Freundin deinen Track gezeigt, Tyrannosaurus Flex. Jetzt ist sie deine Tyrannosaurus Ex. Geschrieben von Jonas Karel Adamek. Du trägst diesen großen Namen wie Schmuck. Der gehört nicht auf eine Battlecard, der gehört in Comic Sans auf ein T-Shirt der Rhetorikfachschaft gedruckt. Aber reden wir mal über deinen Rappernamen, ne? Ja. Ey, Jonas versteckt sich vor irgendwas. Das war deine Erklärung schon immer. Aber der echte Grund, warum du so heißt, ist wesentlich schlimmer. Ey, wie du auf den Namen gekommen bist, geht echt super hart. Der hat mit Leuten League of Legends gespielt, mit denen der in der Schule war. Ihr habt getan, als wärt ihr englische Fürsten, was in dem Alter jeder Junge macht. Und gabt euch englische Namen, die mit eurer Ingame-Fähigkeit zu tun haben. Fuck. Dann hast du jemandem einen langen Brief geschrieben, damit der mit dir League of Legends spielt. Da bleibt natürlich die Frage offen, Bruder, bist du grenzdebil? Der so, ja, ich weiß. Du hast lange nicht mehr teilgenommen. Aber Healing Andrew, ohne deinen Support haben wir keine Chance. Ich schaue in dein Herz und du siehst, du musst zur Streitmacht kommen. Um 16 Uhr auf dem Discord. Dein, Hiding John. Ey, ob du willst oder nicht, das klingt vielleicht gemein, doch offensichtlich ist es deine Bestimmung, eine Witzfigur zu sein. Du wärst gern mehr als das, aber keiner fühlt, was du so schreibst. Und wenn du von dir erzählst, geht's um englische Fürsten und so ein Scheiß. Du sagst, du bist gerne der Clown von Diltily. Ah, ja genau. Oder sag dir das selber einfach so lange, bis du es glaubst. Du hast einfach keine Wahl. So nimmt das Ganze seinen Lauf. Du wirst immer ins Tor gestellt und hast dir jetzt halt Handschuhe gekauft. Was unsere Rolle hier angeht, sind wir uns ein bisschen ähnlich. Weil unser ernstes Zeug hier so gut wie keinen beschäftigt. Dein bestes Battle gegen Goiner, ich gebe zu, das war schon heftig. Hauptthema in den Kommentaren, die Frisur von Brian Damm. Und wie dein Match gegen Sisyphos läuft, war allen im Vorhinein schon klar. Du bist jonglierend auf einem Einrad in ein Oktagon gefahren. Du bist ja gerne der Clown, ne? Dein Optimismus macht mich fassungslos. Dein Glas ist immer halb voll, aber dein Glas ist halt auch nur halb so groß. Du bist der Beste darin, über dich selbst zu lachen, nur dass du dir keine Sorgen machst, weil du dadurch deine Existenz allein auch einen unfairen Vorteil hast. Yeah! Finale! Oh! Dritte Runde, Hiding John! Jakob, listen and repeat. Eine Haftbefehl-Imitation. Ich konnte es kaum glauben. Und nicht eine Haftbefehl-Imitation. Ich konnte es kaum glauben. Ey, wenn du nicht reden kannst, dann komm nicht ran. Warum redet man in Comic Sans? Du klingst wie so ein deutscher Synchronsprecher von einem Disney-Film. Ich soll dir von deinem Logopäden ausrichten, April, April. Apropos Aussprache. Oregano, Oregano. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder kommt es mir so, nur so vor? Es ist ganz klar Oregano mit Betonung auf dem Ohr. Mein Bruder, das ist kein Gesicht, das ist ein Überfall. Ja, meine Ohren sieht man von vorne nicht. Deine Ohren sieht man von überall. Und was für Segelohren. Das ist die falsche Form. Damit springt man aus dem Flugzeug. Das sind Fallschirmohren. Aber gibt schon auch Dinge, für die sich so ein Gesicht brauchen lässt. Zum Beispiel an Halloween gehst du raus, I guess. Ganz ehrlich, Künstlername wie ein Küchenkraut, das ist echt Übelkrampf. Komm, verpiss dich samt deiner Crew-Kollegen Petersilie und Thymian. Das
hier, das hier ist keine Drohung. Und es soll auch nicht gefährlich klingen. Es ist einfach back to the roots, wenn ich den Oregano unter die Erde bringe. Ja, du merkst schon, für meine Schreibblockade lass ich dich zahlen. Kriegst statt einer echten Runde mehr so ein Crowdfunding. Slow it down, ich sagte für meine Schreibblockade. Für meine Schreibblockade lass ich dich zahlen. Krieg statt einer echten Runde mehr so ein Crowdfunding. Slow it down, ich sagte für meine Schreibblockade lass ich euch alle zahlen, nenn es Crowdfunding. Yes, wie viel sind meine Lines ergeben? Meine Lines ergeben, ist mir heute egal. Ja, das war ein Reach für Oregano, nenn es Kräuterregal. Yeah. Wenn sie den Hamburger kochen lassen, wird's eklig, Junge. Lapskaus. Währenddessen sieht man Oregano bei vielen Punkten schwächeln. Blattlaus. Guck mal, er kann gar nicht für seine Textschwäche. Ihr rafft es nur bis heute nicht. Das ist wie Pizza. Ihr wollt Oregano, aber wundert euch, dass der zerstreut ist? Battle gegen Küchenkraut. Du willst wissen, wie ernst ich's nehme? Gern geschehen. Ja, ich nehme das auf die leichte Schulter. Findest du nicht gut? Aber ich nehme mich doch schon selbst nicht ernst. Warum sollte ich das mit meinem Mini-Me tun? Auch ohne Körpereinsatz bleibt das hier ein Kampfsport. Und da meint ein Streber ohne Delivery, er schafft's hier nur mit Jokes. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich hab mir einen Namen gemacht. Mit Selbstvertrauen, Fleiß und Grips. Eigenschaften, die du Würmchen kein Deut besitzt. Denn ich flog mit einer peinlichen Performance aus dem Breakthrough. Und hab danach trotzdem jeden gebattelt, gegen den ich ein Match bekam. Du hast dein letztes Battle gewonnen und dich dann anderthalb Jahre versteckt vor Scham. Jakob, hier glauben 300 Leute an dich. Aber wie hast du es ausgenutzt? Klar, du hast ohne Selbstvertrauen ein paar Newcomer gekillt, doch mit deinem Lauf ist Schluss. Denn ich bin zwar kein tödlicher Gegner, aber Battle gegen mich heißt, dass auch du dran glauben musst. Yeah! Yeah! Bock auf die letzte Runde? Yeah! Letzte Runde Oregano. Jonas, wie findest du eigentlich Rassismus? Keine Sorge. Du bist als Gegner tatsächlich mega lame. Du hast zwar ein paar ganz lustige Angriffsflächen, aber die sind auch irgendwann ausgemolken bei deinen jährlichen 80 Battles. Dazu kommt, dass seit deinem Title Run deine komplette Existenz darauf basiert, mögliche neue Angriffsflächen zu entkräften. Dadurch gibt es keinen Spannungsbogen oder Höhepunkte, es bleibt alles wie gewohnt beim Alten. Einzige Entwicklung, du wirst immer besser darin, dein Niveau zu halten. Für dich als Battle-Rapper ist Maschine wirklich das perfekte Wort. Du machst Fließbandarbeit. Natürlich schickt man damit dann auch mal einen Henry fort, aber was zum Beispiel Sisyphos mit dir gemacht hat, grenzt an Mord. Und generell kommen bei dir Niederlagen immer öfter vor und dann immer so, ja, ich musste mich gleichzeitig auf ganz viele Gegner vorbereiten und dann ist ja klar, dass da irgendwann die Qualität darunter leidet. Du sagst, du verlierst nur, weil du jede Woche bei einer anderen Plattform bist. Dann gebe ich dir jetzt mal einen krassen Tipp. Mach das nicht. Du entscheidest dich dafür, dass du jede Woche battlest. Du sagst dann, du hast verloren, weil du jede Woche battlest. Man könnte fast meinen, das ist Absicht und du handicapst dich selber, weil deine hohe Matchfrequenz immer dein bestes Argument war und du ganz genau weißt, wenn du seltener battlen würdest, wärst du, wenn wir ehrlich sind, kein wirklich ernstzunehmender Contender. Und so hast du wenigstens eine Ausrede für deine lachhafte Statistik. Weil du auch weißt, jeder Battle-Rapper mit Attitüde fickt dich. In seinem wiederkehrenden Albtraum battelt der Tobi High im Contender-Match. Er bringt die Parts seines Lebens, aber Tobi gewinnt wegen Epicness. Deine Vorauskonter zu seiner schweren Dritten treffen perfekt. Tobi rappt seine schwere Dritte und schreddert dich weg, weil der im Gegensatz zu dir einfach mit Energy rappt, während Leute bei dir nur denken, yep, hat er recht. Dann kommst du auf die Bühne, willst da irgendwen zusammenscheißen, mit der Aura vom lange verloren geglaubten vierten Fragezeichen. Wie gesagt, du bist lustig und viele deiner Parts sind nice, aber wenn so einer fast Contender wird, steht die Szene echt vor harten Zeiten. Also fast Contender ist jetzt so. Mit deinem Output im Voting Platz 4 hätte mich dann schon empört. Der Einzige mit weniger Votes hat dich mal 5-0 zerstört. Aber nee, du wirst bald Champion. Die Frage, die sich stellt, ist nur wann? Antwort, wenn niemand zur Auswahl steht, den man ernst nehmen kann. Aber Leute lieben dich, denn du bist immer da und du bist nett.
Doch übertreibst jetzt deine Rolle und so langsam wird es frech. Du bist der Motor von Diltily, hast du damals mal gerappt. Nee, du bist die lustige Wackelfigur am Armaturenbrett. Seit dem Breakthrough 14 Diltily-Battles, davon gewonnen hast du 4. Davon haben 3 Gegner gechoked, doch du hast trotzdem voll rasiert. Du bist nicht Hiding John Wick, der die Szene seit dem Lockdown dominiert. Du bist Kevin James, der sich selber für einen Oscar nominiert. So funktioniert das nicht. Der Hausmeister deiner Universität kriegt auch keinen Doktortitel, weil der jede Woche das Schulgelände fegt. Es ist nicht immer richtig, das auf die Statistik zu schieben, aber wir haben in den letzten 3 Jahren gleich viele Diltily-Siege. Du sagst, ein Champion muss für seine Liga da sein, wenn's brennt. Jonas, gewinnen. Auch das muss ein Champ. Du bist hier der Fleißigste und dafür Respekt, aber dein Run basiert auf Zahlen und deine Zahlen sind schlecht. Da kann man nur noch hoffen, dass du irgendwann begreifst, du kriegst niemals diesen Titel, Mutterficker, es wird Zeit. Habe ich euch zu viel versprochen, als ich das so gehypt habe? Nee, oder? Macht mal richtig Lärm für dieses Battle! Digga, ich hab so scheiße viel gelacht. Das Ding wird auch gejudged, aber auch wieder online. Digga, aber geil, wir sind raus. Was geht ab, meine lieben Freunde des gepflegten Battle Raps? Ein sehr, sehr tolles Battle habe ich hier gerade gucken dürfen. Vielen Dank dafür an Future of Battle Rap und an Oregano und an Hiding John. Hidings erste Runde, super lustig gewesen, mit dem ich kann mir vorstellen, wie du Texte schreibst. Ding hat er mich gekriegt, fand ich super funny. Alles hat geknallt. Da war Setup, Punchline, die ganze Zeit hat's geballert. Von wegen Oregano wird zum Rappen gezwungen und super funny, absolut runde, ein klasse Rundenabschluss, geil. Oreganos erste Runde hat geil mit den Erwartungen gebrochen, hat mich auch übelst gefreut, was schön Persönliches, wo er richtig aufgemacht hat, irgendwie auch nochmal für potenzielle andere Gegner irgendwie mal mehr an Substanz geliefert hat, womit man sich vielleicht auseinandersetzen kann. Dann das aber auch mit einer lustigen Line gebrochen und dann so ein bisschen den Style gefahren, den man eigentlich von ihm kennt. Da kam auch eine Menge sehr Witziges dabei, musste ich häufig lachen. Die erste Runde, man kann halt sich drüber streiten, ob man sagt, dass dieser persönliche Part nicht gut fürs Battle ist, weil er nicht auf Hiding geht. Ich sehe das nicht unbedingt so, solange man es nicht zu lang zieht, es auch spannend ist und man dann den Twist bekommt. Also die Runde sehe ich knapp mit einer Tendenz bei Hiding, einfach aus dem Grund, dass er das Ding runder macht als Oregano. Zweite Runde, Hiding hauptsächlich darauf eingegangen, dass Oregano nicht ernst genommen wird in den Interviews. Es ist lustig gewesen, es gab irgendwie 2-3 Highlights dabei, nicht so stark wie die erste, fand ich, aber eine lustige Runde. Oregano steigt ein oder bringt dann eine Line mit von wegen hier Spagat zwischen lustigen und ernsteren Parts gelingt dir ungefähr so gut wie ein echter Spagat, hat mich gekillt, fand ich super. Bei Hidings Musik sich gut lustig gemacht. Kritik wäre, es ist weniger strukturiert als bei Hiding, aber ich fand es ein bisschen geiler, auch super ausgeglichene Runde, die würde ich vielleicht ganz knapp bei Oregano sehen, aber auch relativ draw. Und dann in der dritten, Hiding macht oberflächliche Ohrbars und Namenbars, es ist funny, dann noch dieses Badbars-Ding dabei, ein bisschen ballert es zu wenig, er hat natürlich auch nicht ganz so viel, woran er sich klammern kann oder auf was er gehen kann, wie das bei Oregano der Fall ist, aber es fehlt mir so ein bisschen was. Oregano finde ich dafür mit der stärksten Runde des Battles. Er greift Hidings Contender-Status an und das macht er sehr überzeugend mit immer wieder super witzigen Lines und mit krassen Bildern. Und eine Wackelfigur auf dem Armaturenbrett ist nur ein Beispiel, da war eine Menge dabei. So hat das am Ende für mich dann mehr Substanz, geht mehr ins Battle und ist nicht nur Witz sozusagen und von daher ist das ein bombenstarkes Battle, das ich 3-2 an Oregano gebe. Vielen Dank dafür. Yo, ja, ich habe mir gerade Hiding vs. Oregano angeguckt. Erste Runde von Hiding, was ein lustiger Einstieg. Dieses ganze Texthänger-Ding hat er richtig geil verarscht.
auch, ne, konntest du eigentlich keine Zeile gucken, ohne zu feiern. Das Konzept der ganzen Runde war sehr rund. Das kann Heiding aber auch extrem gut, diese Konzeptrunden schreiben. Oregano kam erst so deep rein. Ich so, jetzt mach doch nicht so einen Sehensstrip. Diesen hat das dann so geil geflippt am Ende, ne? Und dann wurde es auch wieder die ganze Zeit nur witzig. So, es war irgendwo auch wieder super oberflächlich. Er hat sie angekündigt, aber ich hab's tot gefeiert. So, das ist bisher ein super lustiges Battle. Ist auch scheiße schwer zu judgen gewesen. Dann Heiding wieder alle zwei Runden, super Lachkick. Ich wusste da gar nicht mehr, was ich da schreiben sollte. Es war einfach nur noch lustig, dieses Interview-Thema, wo er ihn mitgedisst hat. Und auch die Endzeit, ey Digga, das war zu nice. Und das gleiche bei Oregano, ich konnte mir gar nichts mehr aufschreiben, weil ich einfach die ganze Zeit nur gelacht habe. So. Ja, was auch sehr witzig ist, ist, dass Heiding und Oregano beide diese Comic Sans-Line durchgepackt haben, so ohne dass sie es voneinander wussten. Den Namensflip fand ich sehr geil. Ich hätte ihn fast verloren bei diesem Thema mit den Ohren, aber danach hat er mich nochmal richtig gekriegt, so. Und die dritte Runde von Oregano brauchte so ein bisschen, bis der warm wurde. Aber dann wurde die Runde auch wieder nur absolut lustig. Also war ein bisschen slower, die Runde insgesamt von der Energie, aber hat todes Spaß gemacht. Ich habe mich super schwer getan, das zu judgen. Deswegen, das war einfach ein super lustiges Battle. Ich will es am liebsten so stehen lassen. Deswegen gebe ich das 3-3 unentschieden. Hip-Hop gewinnt. Das war einfach super lustig. Danke, Jungs. Oh, yo, ich judge Oregano gegen Heiding John. Digga, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Das war unfassbar lustig von beiden Seiten. Das war wirklich ein perfektes Matchup. Erstmal Props an das Scouting, Casting, wie auch immer. Ja, ich mach's kurz, Dicker. Ich fand Oregano immer einen Ticken, so einen ganz kleinen Ticken witziger. Deswegen 24,78 Quadrat an Oregano, du weißt. Future of Battle Rap. Wir kommen aus dem zweiten Block. Ich bin übelst geflasht von den beiden Battles. Krass. Heute seht ihr auch den komischen Typen hier rechts, der so aussieht wie dieser alte Battle-Rapper Mr. White. Bro, das ist Oregano. Achso. Heiding John, Oregano und auch Yaman, aka Yassin, der Chef von dieser Liga am Start, weil da gehört es natürlich ein paar Sachen, worüber wir gleich noch sprechen möchten. Aber erstmal, was ein Battle. Ich habe wirklich auch da, wie beim anderen Battle auch, in Mitte der ersten Runde bei euch jeweils aufgehört, mir irgendwelche Sachen aufzuschreiben, weil ich glaube, das Battle spricht einfach für sich. Bei dir möchte ich sofort am Anfang drüber reinstarten. Du hast ein bisschen die Hosen runtergelassen am Anfang. Mich hast du übelst gecatcht. Jede Punchline, die du danach gesetzt hast, hatte bei mir irgendwo so ein emotionales Ding, so dass ich dachte, boah krass, der Junge, der hat scheinbar, also niemand wusste auch genau, was damals so los war. Und der Junge kommt jetzt zurück und er ist scheinbar genauso da. Dieses verschmitzte Lächeln, nachdem du diesen Real Talk Park hattest, wo du meintest, aber ich bin jetzt wieder, ich weiß nicht, ob du die Line im Kopf hast, also noch genau. Ja, aber dafür bin ich zu fresh, Digga. Ich dachte mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mir ist so ein Stein irgendwie vom Herzen gefallen, dass du komplett wieder da warst. Und das war die erste Runde wirklich teilweise schwer, die Tränen zurückzuhalten. Oh, okay. I don't know, wo das herkam. Jetzt habe ich mit Jens direkt danach gesprochen. Hau einfach mal was dazu raus, ich stelle keine gute Frage. Jo, also das war mir auf jeden Fall mega wichtig, das anzusprechen, weil ich hatte halt selber auch wirklich das Gefühl, dass ich einfach Scheiße gebaut habe, vor allem bei der FOB so, weil ich habe ja wirklich dann zwei Battles sehr kurzfristig abgesagt, die eigentlich gefixt waren. Vor allem PESC war auch sehr lange gefixt und auch ein paar Mal öfter so. Aber ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Halt wegen den Gründen habe ich halt versucht, ein bisschen so zu sagen, was da so abging. Aber ich habe mich immer noch nicht so gefühlt, als hätte ich das gut genug kommuniziert. Und es war auch mit das Erste, was ich geschrieben habe. So diese ganze Reimkette war, ich lag so, ich glaube ich im Bett, so am Handy, habe einfach diese Reimkette runtergeschrieben, weil das war dann auch nochmal, das hätte sich dann irgendwie, keine Ahnung, komisch angefühlt vielleicht, die dann nochmal so richtig kalkulierend umzustellen, so, dass ich da dann den gewünschten Effekt oder so habe, sondern ich habe einfach erzählt in Reimen, was da so abging und dann stand dieser Part einfach und dann habe ich geguckt, mal gucken, was ich danach so mache. Aber es war mir halt wirklich wichtig, so dass. Ja, also ich glaube, von allen Leuten, die das geguckt haben, sagen Props für diese Ehrlichkeit, dass du da so was rausgehauen hast. Digga,
Also finde ich super, wie du damit dann umgegangen bist. Und ich glaube, das hat dir jeder abgekauft. Es heißt auch gar nicht, dass wir dir was abkaufen mussten. So. Aber ich glaube, wir sind alle froh, dass du wieder da bist. Und da möchte ich auch direkt bei dir einsteigen. Wie hat das auf dich gewirkt? Ja, krass auf jeden Fall. Also ich habe darüber natürlich so voll aus Battle-Kalkül-Sicht nachgedacht in dem Moment. Und ich wusste ja, dass meine dritte Runde endet auf hier, du aus irgendwelchen komischen Selbstzweifeln bist du anderthalb Jahre nicht da. Wie wack ist das denn? Weißt du? Und er dann in der ersten Runde, ja, hier sind saugute Gründe dafür. Und ich dachte mir, ja, fick dich halt. Aber ja, krass. Also vor allem, weil es auch so ein bisschen so das genaue Gegenteil ist von dem, was ich in der Recherche hatte. Ich habe komplett meinen Kopf gefickt dieses Mal. Es war eine der schlimmsten Recherchen seit langem, die ich hatte, weil ich dachte, es gibt viel, was man über ihn sagen kann, aber so nichts, was ein wirklicher Angriff ist. Und dazu jetzt dieses Gegenstück einfach zu sagen, Leute, ich sage euch jetzt komplett, wie es ist, ich mache mich jetzt komplett angreifbar, einfach um ehrlich zu sein, das war krass. Das war einfach krass. Ja, mir fehlen ja auch tatsächlich immer noch so ein bisschen die Worte für, weil das hat mich eben echt krass gecatcht. Aber Yassin, unser neuer Interviewer hier. Also erst einer an dich, ich habe das ja mitbekommen, wir haben ja geschrieben und sowas und ich hatte da voll das Verständnis. Dementsprechend war ich eigentlich nur traurig, dass du ja meintest, du willst eine lange Zeit nicht mehr battlen und ich habe gemerkt, dass es dir halt auch da wirklich ein bisschen schlecht geht. Deswegen würde mich interessieren, weil es einfach so erfreulich ist, dass du zurückgekommen bist. Was waren die Gründe, dass du aufhören wolltest? Und warum hast du jetzt gesagt, nee, Alter, ich gebe weiter Vollgas und bin wieder zurück? Jo, also ich denke konkret, der Grund, warum ich aufgehört habe, war die Vorbereitung gegen Tao. So, wir haben ja alle gesehen, was da passiert ist. So, ne? Mein Text war ziemlich so solide, aber meine Vorbereitung war wirklich Müll. So, Fun Fact, ich habe auch Heiding angeschrieben auf Instagram eine Woche vor dem Battle, um zu fragen, ob der Tipps hat, wie ich in einer Woche einen Text gut genug lernen kann. Und er hat halt mir gar nicht geholfen. Konntest du Tipps geben? Warum auch so dir mit dem Wiederholen? Mit dem Heftrand und dem Wiederholen? Nee, das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Also er hatte tatsächlich auch geschrieben, so, yo, außer ganz oft wiederholen kann ich dir jetzt nicht sagen. Und ich dachte so, ja, okay. Dann habe ich den Text halt nicht ganz oft wiederholt, sondern ich war halt ein bisschen lazy so. Beziehungsweise, ne, lazy, ich hatte viel um die Ohren. Und dann war das halt wirklich scheiße. Und dann diese Momente, diese Chokes, die haben mir wirklich zugesetzt in dem Moment. Und ich habe, danach haben wir uns im Backstage gesehen und du hast so gesagt, und er war auch da, also Jonas war auch da, und du hast so gesagt, so, jo, dann können wir ja vielleicht jetzt mal euer Battle fixen, wie sieht's aus? Und du warst so voll dabei und ich war so, ja. Aber im Kopf war ich so, das ist mein letztes Battle. Also ich war wirklich an dem Tag bereit, das an den Nagel zu hängen, so. Und deswegen bin ich dann halt auch so nach Hause gegangen. Und dann habe ich aber noch ein paar Battles offen gehabt bei FOB, das ist mir dann später erst eingefallen. Und die habe ich dann halt, da konnte ich meinen Arsch nicht hochbekommen, weder für die Battles noch für irgendwas anderes. Das war wirklich keine gute Zeit in meinem Leben. Und dann habe ich das halt so, habe ich reingeschissen, sage ich ehrlich. Und dann ist es zu den anderen Battles halt nicht gekommen und ich dachte so, ja okay, das Kapitel ist beendet. Und dann ist irgendwann mal, glaube ich, nochmal bist du auf mich zugekommen auf WhatsApp, aber das war Monate später. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so, yo, okay, mir geht's ein bisschen besser auf jeden Fall, ich habe ein bisschen mehr zuverlässigen Rückhalt auf jeden Fall. Und dann dachte ich halt so, ja, ich kann auf jeden Fall jetzt mal wieder so versuchen, wenn mich ein Gegner reizt. Und dann hast mich gefragt, Hiding John battlen. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, weil ich euch was schulde, so, das war so das Ding. Und es war auch true. Und ich weiß nicht, ob ich das angenommen hätte, hätte ich euch nicht was geschuldet, aber es ist dann auf jeden Fall so gelaufen und da bin ich auch sehr froh drüber. Trotzdem erstmal sehr korrekt, dass du, oder was heißt trotzdem, sehr korrekt, dass du so heute wieder zurückgekommen bist. Ich glaube, jeder Battle-Rap-Fan freut sich sehr über die Leistung, über das Battle, was wir heute gesehen haben. Ich würde mal gerne da ein bisschen von weg Richtung dem Typen da vorne oder rechts da vorne. Wer von euch möchte diese ganze Yassin-Nummer, also ich meine, ich weiß sie, aber wer möchte das nochmal kurz recappen? Ich würde gerne wissen, Interview. Okay, fangen wir. Wann hast du das quasi als Angle genommen? Wann hast du gemerkt, okay, es gibt so viel Interview-Stuff, den ich für eine ganze Runde nutzen kann? Hast du als erstes zum Beispiel dieses Beretta-Interview gesehen, weil hast du dann direkt gedacht, okay, geil.
da reite ich drauf rum, weil man muss ihn auch in Schutz nehmen. Ich glaube, das mit den Sonnenbrillen war meine Idee. Ja, das war deine Idee. Das Mikro war auch meine Idee. Das dachte ich mir schon, dass das nicht von ihm kam. Okay. Das so. Und auch das mit Nick hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass ich irgendwie drei Leute frage und dann nach dem ersten Mal direkt richtig lost einfach. Aber da habe ich auch, da hatte ich auch noch nicht viele. Ich musste ja auch erstmal so in das Game reinkommen und jetzt gibt es auch einen Grund, warum MC Cologne das weiterführt. Also hast du direkt das Interview gesehen und gedacht, geil, und hast du gemerkt, es gibt einfach noch mehr, was man einfach für diese Runde verwerten kann. Ja, ich glaube, das Ding ist, das Interview mit Barretta, das kannte ich schon viel länger, weil ich meinte, ich glaube, ich war irgendwann mal auf dem Discord und meinte zu den Leuten, hier, Oregano gegen Barretta, so ein geiles Battle. Und dann meinte schon irgendwer, ja, okay, aber hast du das Interview gesehen? Und dann meinte ich, nein, und dann haben wir uns dieses Interview angeguckt. Aber es ist, ja, es ist halt wirklich legendär, also vom Aussehen bis zum Inhaltlichen, bis zu diesem Abschluss, mir tut mir jetzt auch leid für dich, ja, da wusste ich schon, das wird eine Runde. Und dann habe ich natürlich durch alle anderen Interviews durchgeguckt, was kann man sonst noch so nehmen, genau. Aber das Barretta-Ding, das war schon der Anfang, ja. Du hattest keine Anspielung auf Bunny, oder habe ich was verpasst? Nee, ich wüsste jetzt aber auch ehrlich nicht warum. Ich habe das Interview geguckt, aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht, was da crazy passiert ist. Weil viele das, glaube ich, so aufgreifen bei ihm, bei deinem ersten Battle war keiner drin. So, das kam ja schon öfter, irgendwie, glaube ich, auch im Battle schon. Okay, ich dachte, das wäre ein naheliegender Engel, deswegen dachte ich, der kommt. Okay, aber wenn es bei dir nicht so schön war, alles gut. Was mich brennt bei dir interessiert noch. War das jetzt ein Comeback oder war das jetzt, weil ich es eben gehört habe, du stehst noch in der Schuld-Battle? Beides, aber es war so ein bisschen auf jeden Fall möglicherweise ein Sprungbrett, weil ich habe ja jetzt auch beim Ender Weekend habe ich auch ein Battle so, das wurde ja auch... Darfst du schon sagen, gegen wen? Also, wenn das schon raus. Das kommt dann raus, Rolling G werde ich dann battlen im März. Und das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Und jetzt hat mich neulich... Okay, also da ist scheinbar ein bisschen was im Busch. Ja, so ein bisschen was ist im Busch. Ja, um noch auch nochmal, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch irgendwer guckt, aber was mir nochmal wichtig ist, auch jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal zu sagen, wenn ihr irgendeinen psychischen Scheiß habt und ihr nicht wisst, mit wem ihr reden sollt oder sonst was, irgendwas, es gibt ein paar Nummern, keine Ahnung, die kann man irgendwie, die können wir unten reinknallen oder so, die könnt ihr anrufen. Sprecht mit euren Liebsten, sprecht mit euren Leuten, die euch nah sind. Wenn ihr, es gibt ja auch Leute, die das vielleicht nicht empfinden, dass es so ist. Ruft diese Nummern an, holt euch da aus der Scheiße raus, nehmt euch ein Beispiel an diesem jungen Mann. Sehr, sehr geil. Das hat uns heute, glaube ich, sehr gefreut, dass du wieder da bist. War das noch nicht die Ableitung, Yasin? Ja, mach das mal. Dann nimm das Ding jetzt hier, dann kann ich jetzt auf Toilette gehen. Und zwar an Hiding John. Du hast ja eigentlich die letzten Jahre immer nur die Crème de la Crème gebattelt, soweit ich mich erinnern kann. Also eigentlich nur Top-Tier nach Top-Tier, klar, Battle nach Battle, aber es waren immer Leute mit krassem Standing, mit viel Erfahrung, Veteranen. Und ich glaube, er war jetzt so der erste Newcomer seit langem, ne? Seit deinem Breakthrough vielleicht sogar. Was war der Grund, dass du es machen wolltest? Wolltest du generell Newcomer battlen oder fandest du Oregano geil? Und inwiefern hat sich das dann für dich unterschieden in der Vorbereitung zu sonst? Nee, ich wollte auf keinen Fall generell Newcomer battlen, weil es voll schlimm ist, Newcomer zu battlen. Sondern es ging wirklich darum, Oregano zu battlen, weil ich ihn einfach komplett feier. Und ich meine, das kann man ja auch unter eigentlich allen seinen Battles sehen. Da sieht man überall einen Kommentar von mir, wo dann steht, ey, Oregano so geil, Oregano so lustig. Ich feiere ihn einfach komplett. Deswegen fand ich geil, dieses Battle zu machen. Und es hat mich auch einfach gefreut, dass er überhaupt mal wieder ein Battle macht und so. Deswegen, genau, es ging da schon um ihn, nicht um darum, Newcomer zu battlen. Und das war wirklich, das war eine der schlimmsten Vorbereitungszeiten seit langem. Ich meinte das eben gerade schon. Ich glaube, am Dienstag wusste ich noch nicht, wie die zweite Hälfte von meinem Battle aussehen wird. Und man muss dazu sagen, ich bin so jemand, es passiert immer sehr viel von meiner Vorbereitung innerhalb von einer Woche vom Battle, das ist immer so, aber so schlimm wirklich noch nicht, das war wirklich kompletter Kopfweg, hat gar keinen Spaß gemacht, 10 von 10. Würdest du sagen, er hat dich gut angepackt, ich habe dich viel grinsen sehen in seinen Runden. Ja, also einmal schon auf dieser Joke-Ebene, das sind, glaube ich, ich liebe es, wenn Leute so richtig simple Lines machen, die so geil sind, dass man sich denkt, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Mhm. Und da sind halt so geile Dinger wie, diesen Spagat schaffst du so gut wie einen echten Spagat oder auch, ich zeig dir den Track Tyrannosaurus Flex, jetzt ist sie deine Tyrannosaurus Ex, ist vielleicht, glaube ich, meine neue Lieblingsline gegen mich. Deswegen, ja genau, und auch...
inhaltsmäßig war da natürlich gut einiges dabei mit diesem hier, du bist nur der Clown der Liga, weil du es musst sozusagen. Ich habe es so ein bisschen befürchtet, dass es so kommt, weil ich wusste schon, okay, ich habe nichts mit Substanz gegen ihn, einfach weil ich nichts mit Substanz gefunden habe gegen ihn. Und er wollte noch die Rundenzeit nachträglich verändern, da wusste ich schon, scheiße, er macht jetzt irgendeine Kacke mit mir. Und ich sehe es auch schon wieder kommen, die Judges, die Arschlöcher, die werden alle wieder sagen, haha, Hiding John lustig, Oregano noch dazu Inhalt an Oregano, fickt euch alle, danke. Geil, Mann. Feierst du ihn auch? Unnormal, wirklich. Also er war eigentlich länger so mein Lieblings-Battle-Rapper, könnte man glaube ich schon sagen. Also ich habe auch im Contender-Match für ihn gevotet. Auf jeden Fall so. Ich war immer großer Fan. Das merkt man wahrscheinlich auch daran, dass ich schon, ich rap nicht genau wie er, aber so ich meine, vom Inhalt, von den Angles ähnelt sich das schon. Und ich habe auf jeden Fall auch zu ihm aufgesehen, kann man so sagen. Natürlich war er jetzt nicht mein Vorbild und ich hatte ein Poster an der Wand, aber so, ich hatte auf jeden Fall, ich habe mich immer mit am meisten auf seine Battles gefreut, wenn die so abgeloadet werden. Also wenn es dir schlecht ging, dann immer schön ein paar Tyrannosaurus Flex auf Dauerschleife und ein paar, was hast du noch? Obstsorten-Rap oder so, was gab's noch? Alter? Vitamine. Genau, Vitamin-Rap und dann ging's wieder, ne? Da kam die Power zurück. Geil. Okay, ich habe noch eine kurze und letzte Frage. Bist du mit Ambitionen zurückgekommen oder sagst du einfach, ich schaue jetzt von Battle zu Battle? Ich schaue auf jeden Fall von Battle zu Battle, weil es kann immer noch mal was passieren. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Das war jugendlicher Leichtsinn, dass ich da so richtig heftige Ansagen vorher gemacht habe. So zum Beispiel gegen Aladdin. So, da habe ich ja einfach gesagt, so, yo, du hast ein Jahr Pause gemacht, bist du behindert? Da dachte ich auch, safe, das wirst du safe sagen. Da hatte ich auch einen saftigen Vorauskonter, aber den habe ich dann nicht genommen. Okay. Und dann, ja, so. Ja, okay. Sorry, ich wollte dich nicht abwürgen, aber wir haben keine Zeit mehr. Deswegen noch die Frage, was sind deine Ambitionen? Wie hoch geht's hinaus für Hiding John 24? Na, ich hole mir natürlich den Titel. Ist ja klar. Welchen? Idealerweise den A Cappella-Titel bei Dilton. Okay, geil. Also wir suchen auch noch einen On-Beat-Contender für Dezember. Also ach, perfekt. Ja, da habe ich noch nichts vor. Ist noch nicht zu spät auf jeden Fall. Aber ich freue mich sehr drauf. Hiding John hat auch noch ein Battle bei uns fix, aber darfst du später mehr... Das ist ein Banger. Das wird auf jeden Fall ein Leckerbissen. Es wird ein Appetithäppchen. Mehr als das. Okay, Leute. Das war das Co-Interview. Wir hören auf. Das war ohne Sonnenbrille. Danke, Männer. Haut da rein. Peace out.